Hi Andre hier für tabletblog.de. Ich bin gerade am Stand von Panasonic und wir haben hier den neuen Panasonic Full HD HC V720 Camcorder. Das ist tatsächlich der Nachfolger von dem Camcorder, mit dem ich gerade dieses Video hier aufnehme. Und ja, es hat ein paar neue Funktionen. Zum einen dieser hier, mit dem ich gerade aufnehme, das ist glaube ich der 707, hat einen 46-fachen Zoom, der hier einen 50-fachen Zoom. Außerdem ist hier jetzt WLAN integriert. Das heißt, ihr könnt Videos über WLAN auf euren Computer transferieren und hier wird vor allem damit geworben, dass man so auch über Ustream live streamen kann. Gehen wir doch mal schnell um den neuen Panasonic HC V720 herum. Wir haben hier oben erstmal Stereo-Lautsprecher, ich glaube sogar 5.1 Surround Sound. Dann haben wir hier so eine Zoom-Wippe, kennen wir schon, einen Auslöser für die Kamera, ein paar Einstellungen für die Videoaufnahmen. Hier hinten können wir zwischen Foto, Video und Wiedergabe den Modus wechseln. Hier haben wir den Aufnahmebutton, einen Akku, der steckt hier unten. Hier haben wir dann so einen Einschub, da kann man so einen Zubehörschuhadapter reinpacken. Der wird normalerweise auch mitgeliefert. Hier unten haben wir den Eingang für eine SD-Karte. Der Camcorder ist übrigens ziemlich leicht und liegt auch recht gut in der Hand. Die Linse ist nach einer 20mm Linse, also macht ein ziemlich breites Bild. Das ist übrigens auch genauso weit hier wie mit dem Camcorder, mit dem ich gerade das Video aufnehme. Und ihr seht schon, ja, macht gut weite Bilder. Sonst haben wir unten noch hier die Gewinden für das Stativ. Der Akku steckt hier hinten drin. Machen wir die Kamera doch mal auf und schauen uns an, was wir da dann noch sehen. Wir haben hier einmal ein schön großes Touchscreen-Display. Allerdings scheint das ein resistiver Touchscreen zu sein. Hier haben wir dann den Button fürs Wi-Fi, also fürs WLAN, Power-Button. Wieder verschiedene Anschlüsse auch fürs Mikrofon, HDMI, Micro-USB und hier den Auslöser für den Akku und hier den Auslöser für den Zubehörschuh, den man hier reinstecken kann. Das kennen wir auch schon von dem Vorgänger. Jetzt das Panasonic HC V720 soll innerhalb der nächsten paar Monate auf den Markt kommen. Und ja, hier sehen wir nochmal 5.1 Zoom-Mikrofon. Ja, ich glaube, jetzt habe ich hier gerade nur ein Stereo-Mikrofon drin. Das ist auf jeden Fall eine interessante Kamera. Wie gesagt, wird in den nächsten Monaten auf den Markt kommen. Mal schauen, wie die Videos dann real aussehen werden. Das werden wir dann in unserem finalen Test sehen. Das ist auf jeden Fall die Panasonic HC V720. Ich bin Andrzej. Vielen Dank fürs Zusehen.